Willkommen beim Kanal und zu einem DIY-Video. Und es ist gerade so komisch, das zu sagen, weil ich schon seit über einem Jahr nicht vor der Kamera stand. Also, ja, hey. Es kamen auch einige Kommentare und da haben mich Leute gefragt, warum so lange kein Video kommt und wo ich eigentlich bin und ob ich überhaupt noch weitermache mit YouTube-Videos. Und der Grund, warum keine Videos kamen, war, weil ich in Neuseeland war und dort Work and Travel gemacht habe. Zu diesem Thema kommen auf jeden Fall auch noch Videos. Also schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare, falls euch das Thema interessiert. Genau, und ich hatte dort einfach keinen Laptop, um Videos zu schneiden und so weiter. Es war halt ein bisschen complicated und deswegen kamen keine Videos. Aber deswegen mache ich jetzt direkt erstmal mit einem DIY weiter. Ich habe mir gedacht, okay, Dimi, wenn du zurück bist, gibt's erstmal DIYs. Ich zeige euch also heute, wie ihr DIY Holy Pulver nachmachen könnt. Ich habe schon mal vor 2 Jahren ein DIY dazu hochgeladen und es kam echt gut an, aber einige haben in die Kommentare geschrieben, dass sie nicht alle Zutaten bekommen oder dass das Pulver einfach nicht genauso wird, wie ich es im Video gezeigt habe. Und deswegen habe ich jetzt eine neue und viel günstigere Anleitung für euch. Es dauert vielleicht 15 Minuten und dann habt ihr super viel Holy Pulver für Festivals und Videos und Fotos und es sieht einfach super cool aus und Leute, es ist perfekt für Instagram. Okay, ich würde sagen, ich fange auf jeden Fall sofort an. Also viel Spaß beim Inspirieren und let's go! Für dieses DIY braucht ihr einfach nur 2 Dinge, und zwar Puderzucker und Farbgel. Und beide Dinge bekommt ihr in der Backabteilung in fast jedem Supermarkt. Im ersten Schritt habe ich erstmal 100 Gramm von Puderzucker, also ungefähr die Hälfte von der Packung, in eine Schüssel gegeben und das blaue Farbgel hinzugefügt. Und wichtig bei diesem Schritt ist, dass ihr jetzt erstmal alles gut miteinander vermischt. Bei diesem Schritt nimmt zwar der Puderzucker die Farbe noch nicht an, aber trotzdem erleichtert das dann beim nächsten Schritt auf jeden Fall die Arbeit und das DIY ist schneller fertig. Das habe ich also einfach mit dem blauen Farbgel gemacht und auch mit dem grünen Farbgel und auch mit anderen Farben. Und wenn ihr damit fertig seid, geht es auch schon weiter mit dem nächsten Schritt. Beim nächsten Schritt braucht ihr einfach einen Behälter und einen Stabmixer. Denn jetzt müsst ihr erstmal einfach euer Gemisch in den Behälter reintun und anschließend einfach alles vermixen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch mit einem normalen Mixer machen. Und ihr werdet sehen, dass wenn ihr es für ca. 15 bis 20 Sekunden vermischt, dass Puderzucker auf jeden Fall die Farbe schon annimmt und die Farbe recht stark ist, weil es sehr stark pigmentiert ist. Trotzdem könnt ihr natürlich, so wie ich es gemacht habe, noch ein bisschen Farbgel nachher noch hinzugeben, wenn ihr es einfach noch intensiver haben wollt. Und nach diesem Schritt sieht es schon aus wie Holy Pulver. Leute, was richtig cool ist. Das sollte dann also euer Ergebnis sein. Und im letzten Schritt braucht ihr Backpapier, denn dort verteilt ihr einfach das Gemisch gleichmäßig drauf, knickt es von jeder Seite und dann tut ihr es einfach im Ofen rein für 10 Minuten bei 100 Grad, einfach damit die Farbe quasi fest wird und damit man keine farbigen Hände bekommt, nachdem man das Pulver angepasst hat. Und dann ist dieses DIY auch schon fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Pulver nach dem Ofen noch einmal mixen, einfach damit es noch feiner wird. Aber falls nicht, habt ihr das fertige Pulver und so sollte es dann aussehen.